Moin moin und herzlich willkommen zum Freitagabend Livestream mit Hardcore Colonization. Genau, die Abstimmung lief wie immer im Discord und es war diesmal nicht mehr ganz so deutlich, aber immer noch sehr sehr deutlich, dass ihr heute Hardcore Colonization gucken wollt und das heißt natürlich für Hardcore Körbel, kommt am Sonntag zum gewohnten Nachmittags 15 Uhr Kaffee trinken Livestream auf YouTube dann. Und hallo an alle, die schon da sind. An den Proxy, den Steini, den Luca, der hast du es auch schon da. Gaming Cookie. Wen haben wir noch? Den Jannekai, den Leonor und so weiter und so fort. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle schon Zeit, entweder die komplette Wiederholung oder die einzelnen Folgen zu sehen. Ich hoffe, ihr hattet alle auch soweit eine gute Woche und seid gut ins Wochenende gestartet. Und ich gehe mal als erstes, glaube ich, kurz in Mission Control. Dann können wir mal gucken, was wir heute so vorhaben. Das sind nämlich so ein paar Sachen. Genau genommen haben wir von unseren 7 Verträgen auch 7 aktiv. Also 7, die wir machen können, haben wir auch 7 aktiv. Das ist einmal von ScanSat, dass wir einen Low-Resolution-Scan von der Mondoberfläche machen. Da müssen wir also mal einen Satelliten hinschicken. Ist, glaube ich, ein gutes Thema, um das heute mal so nebenbei im Livestream zu machen. Wir haben Explore Kerbin, dass wir 2 Vessels im Orbit rendezvousen. Das haben wir letztes Mal, glaube ich, auch schon angesprochen. Das passt ganz hervorragend zu einer Rettungsmission. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass sich vielleicht mal eine Rettungsmission dann auftut. Dann können wir mal einen Kerbel aus dem Orbit holen. Dann hat sich das mit erledigt. Wir haben die Orbital Maneuvering Engine, die wir auf der Launchzeit testen. Das können wir gleich abhaken. Dann haben wir den immer noch offen, dass wir diesen Decoupler in den Flug bringen über Kerbin. Wir haben einen Touristen, der zum Mond möchte. Und zwar ist der mittlerweile auch umbenannt. Das ist nämlich der Emmertler. Das war der 3. von 3 Touristen, die ich momentan habe. Also Touristikplätze sind noch frei, falls jemand von euch sich noch umentscheiden will in der Teilnahmeliste. Die kann auch gerne mal jemand verlinken. Kommt man schnell mal zu einem Raumflug auf jeden Fall. Und dann haben wir noch Launch the Kerbin Space Station und Launch the Moon Space Station, also 2 Raumstationen bauen. Und rein zufällig haben wir auch noch im Orbit eine Rakete sitzen, die so oder so zum Mond möchte und da eine Station aufbaut. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit den ganz einfachen Sachen an. Nämlich dieses komische Orbital Maneuvering Ding auf dem Launchpad testen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Dann nehmen wir hier so einen ganz einfachen Probe Core. Ich glaube, die haben eine interne Reichweite irgendwie. 100, ne, das ist was anderes. Aber okay, wir bauen sicherheitshalber dann gleich noch eine Batterie an. Und wir müssen den hier testen. Ach Gott, ist der klein. Den da testen. So, und da haben wir den Leonor als neuen Kerbonauten dabei. Hallo, Leonor. So, ich glaube, wir bauen einfach sicherheitshalber eine Antenne ran, dass es daran nicht scheitern soll. Zack. Und das soll zum Testen eigentlich tun. Das überschreiben wir mal fröhlich. So, und dann gibt's als nächstes einmal den Test. Danke fürs Verlinken, Steini. Also jeder, der sich da noch eintragen möchte oder seinen Eintrag abändern möchte, kann das noch tun. So, wir machen Run Test und damit ist das auch erledigt. Und wir haben ein bisschen was bekommen. Und das war's auch schon. Ein Vertrag hiermit erledigt. Tadadada, das war ja einfach. Dafür haben wir jetzt ein paar Wissenschaftspunkte wieder bekommen und ein bisschen Geld. Nichts Großartiges, aber ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So, und von den Available Dingen können wir uns auch mal überlegen. Und der Gizzy ist jetzt auch ein Kerbonaut. Hallo Gizzy. Können wir uns jetzt mal überlegen, wen wir nehmen? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme von den 3 den in der Mitte schon mal mit rein. Dann haben wir den schon mal parat. Dann können wir nämlich irgendwann mal dieses Docking-Ding erledigen. Und der Sifrado ist ein Kerbonaut. Meine Güte, was ist denn jetzt los? Jetzt kommt ihr aus allen Ecken gerannt. So, was machen wir als nächstes? Ich glaube, als nächstes kümmern wir uns jetzt erstmal um die Basis, die zum Mond rüber geschossen werden soll, damit die nicht zu lange rumeidelt. Haha, haha, rumeidelt. Okay, da ist Gwenby und da sind wir. Und schicken die jetzt schon mal auf den Transferorbit, also auf den Transfer Richtung Moon, damit die unterwegs ist. Und in der Zeit, wo das Ding unterwegs ist, können wir, glaube ich, mal den Satelliten bauen und direkt hinterher schießen.
dass der auch unterwegs ist. Und uns dann. Ich tendiere dazu, mich dann mit der Raumstation zu beschäftigen. Wir müssen mal gucken. Also, als allererstes machen wir jetzt aber mal Nägel mit Köpfen, was die Raumstation angeht. Die Basis angeht. Da ungefähr. So. So ungefähr. Das ist unser geplanter Kurs. Mal gucken, was passiert. Na, das war ein bisschen zu viel des Guten. So reicht auch. Zack. Und jetzt ziehen wir das noch ein bisschen runter. Runter, 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 runter. So. Voilà. Da haben wir unser nächstes Manöver in 18 Minuten. Sehr schön. Also, hier ist unsere Station, oder unsere geplante Moonbase, wer es noch nicht gesehen hat, mit unseren vier, ich sag jetzt mal Freiwilligen. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Ich klappe euch mal komplett aus, dann kann man euch auch alle sehen. So. Und ich glaube, als erstes machen wir jetzt mal Licht an, dass man hier ein bisschen was sehen kann. Na gut, so viel besser ist es jetzt nicht geworden. Aber es ist ein bisschen besser geworden. Und der Tyron ist jetzt auch ein Kybernaut. Hallo, Tyron. So, ja, wir haben mehr als genug Sprit in der Stufe drin und die Basis hat's ja quasi in sich. Die hat so ein paar spannende Elemente mit dabei. Wir haben da nämlich einen IKEA-Bausatz für einen Rover mit dabei und wir wollen natürlich zu diesem mysteriösen Steinbogen fliegen, den wir da gefunden haben auf dem Mond. Den möchten wir nämlich ganz gerne mal näher erforschen. Weil das ja schon irgendwie spannend wäre, mal rauszufinden, was da eigentlich los ist. Wir testen auch das erste Mal, wie so Life Support und Habitation und so in längerfristigen Einsätzen funktioniert. Und ich muss jetzt mal dann denken, okay, hier ist gerade nichts Spannendes für Science Here and Now, aber vielleicht ja, wenn wir in den hohen Kerbin Orbit kommen, da können wir auf jeden Fall mal gucken. Und Dwar, hallo erstmal, aber du hast noch gar nicht viel verpasst. Wir haben nämlich gerade erst angefangen. Ich habe mal erläutert, was wir heute so machen wollen, was für Missionen auf dem Programm stehen. Und wir haben jetzt mit der ersten Mission angefangen, nämlich das ist aber nicht direkt eine Mission, das machen wir aus Eigeninteresse. Das ist unser Colonization-Programm. Es ist unsere erste Probebasis, nenne ich es jetzt mal, um Erfahrungen damit zu sammeln, die in Richtung des Mondes fliegt von Kerbin, um dort eine mysteriöse Formation aus Steinen, also einen Steinbogen zu erforschen. So, jetzt bin ich natürlich ein bisschen ratlos, wie lange wir dann gleich burnen müssen, aber ich denke mal, mit dem großen Triebwerk wird das vielleicht eine Minute dauern oder so. Maximum. Mehr kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dann gehen wir nämlich jetzt mal zeitraffertechnisch an die Minute ran. So, und insgesamt sieht es ja so aus, wir haben 124 Tage Supplies und wir haben 193 Tage Habitation. Das heißt, wir können gut und gerne mal 3x30 Tage da bleiben, bevor wir uns langsam mal Kopf machen müssen. Zwecks Evakuierung. So, und der Burn ist doch länger als gedacht. Aber das ist ja jetzt alles noch keine ganz exakte Wissenschaft auf dem Weg zum Mond. Von daher alles gut. Ja, wie gesagt, spannend wird's. Hier drin verbergen sich nämlich im Inventar die Bauteile für unseren ersten Mondrover. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das ausgedacht habe in meinem Kopf. Den quasi aus Einzelteilen zusammenzubauen. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie diese Skycrane-Landevorrichtung so funktioniert. Ich nehme an, die vier hier drin sind auch relativ gespannt. Wir haben dann nämlich den Neo-Kerman als Ingenieur mit dabei. Wir haben den Marius-Kerman als Wissenschaftler. Den Zambir-Kerman als Biologen, damit er ein bisschen was rausfinden kann, was man eventuell noch biologisch an unserer Mission verbessern kann. Und den Pit-Kerman als Scout, denn es geht ja darum, auf dem Mond auch Sachen zu entdecken und zu erforschen. Und wer wäre dafür besser geeignet als ein Scout? Der kann dem Wissenschaftler dann nämlich in die Basis Sachen zurückbringen, damit der Marius sich nicht unnötig in Gefahr bringt. Der wäre nämlich auf seiner ersten Mondmission schon beinahe sitzen geblieben. Wenn ihr Fragen habt, wie das passieren konnte, dann könnt ihr euch gerne die letzte Folge angucken. Also den letzten Livestream oder die vier Folgen, die daraus entstanden sind. Da werdet ihr dann feststellen, was der Marius
falsch verstanden hat bei der Benutzung seines Jetpacks. Was gibt's heute bei mir zu trinken? Das ist eine sehr hervorragende Frage, Proxy, und ich möchte das gleich mit einer Werbeeinblendung überblenden, aber vorher mache ich nochmal schnell mein Manöver fertig. Wir kommen gleich zu dem hoch und heiß diskutierten und natürlich auch überaus spannenden Thema, deshalb kann ich das verstehen, was ich mir heute in den Hals schütte. So, ich würde sagen, das lassen wir als Manöver gelten. Was trinke ich heute? Ich trinke heute mal was Feines. Nachdem ich die letzten Male immer Bier hatte, bin ich heute mal wieder im Whisky-Modus unterwegs. Und ich habe mir heute einen der eher besonderen Whiskys aus meinem Regal genommen. Nämlich ein Kiloman, also Kilchoman geschrieben. Whisky aus der 100% Islay-Edition. Das ist Islay ist eine Insel in West- oder eine westschottische Insel, eine der westlichsten, auf der sehr viele Whisky-Brennereien stehen. Und die Kilchoman-Brennerei ist eine der neueren Brennereien. Ich glaube, die gibt es seit 2005. Die erste Neugründung seit, ich glaube, über 150 Jahren oder sowas. 135 Jahren. Irgendwie sowas in Dreh. Ich habe es nicht ganz im Kopf. Und die stellen einen Whisky her, den sie jedes Jahr abfüllen, neben vielen anderen Whiskys, der zu 100% auf dieser Insel hergestellt worden ist. Also so das Malz, die Gerste, der Torf. Malz? Ist überhaupt Malz drin? Ich habe keine Ahnung. Das Wasser. Alles kommt von der Insel. Und das gibt es dann in einer limitierten Edition. Ich glaube, davon wurden 1000, also werden jedes Jahr 1200 Flaschen aufgelegt. Und eine habe ich mir heute zur Brust genommen. Und hallo Florian Körmen. Ja, und in diesem Sinne, nachdem ich jetzt kurz mal erklärt habe, was ich hier so trinke, trinke ich das jetzt mal. Und ich sag mal Prost, ne? Ah, sehr schön. Nein, Idel, also der hat einen Alkoholgehalt von 50%. Also du hattest zur Hälfte recht. Ist aber sehr angenehm zu trinken, muss ich sagen. Also ein leckerer Whisky. So, jetzt gucken wir mal, ob es hier irgendwas... Sind wir noch in Space Near? Ja, wir sind noch in Space Near. Jetzt gucken wir uns zumindest mal kurz an, was das hier bedeutet, wenn wir in Space High over Kerbin gehen. Ob es dann ein paar neue wissenschaftliche Experimente abzufackeln gibt. Und die gibt es tatsächlich. Ich habe übrigens einen netten Tipp bekommen zu den Videos. Es gibt so, ist jetzt hier natürlich leider nicht dran, diese kleinen Science-Container kann man wohl benutzen, um sämtliche Science einsammeln zu lassen. Ich schwöre hiermit hoch und heilig, das beim nächsten Raumschiff auszuprobieren, damit ich es nicht immer einzeln einsammeln muss. Also ich tue das nicht, um euch in den Wahnsinn zu treiben, sondern ich tue das aus rein wissenschaftlichen Gründen und weil ich nicht besonders gut drüber nachgedacht hatte und bisher nicht wusste, dass dieses Teil auch Science einsammeln kann. Einfach so. Gut, wir fahren mal die Radio Plasma Wave Scan Antenne aus und Auroral Chorus Radio Waves haben wir erkannt, die von den Polen ausstrahlen, wo elektromagnetische Partikel einen Sturm auslösen. Sehr schön, ich würde sagen, das können wir auch mal direkt nach Hause funken. So, haben wir wieder ein paar Wissenschaftspunkte und jetzt können wir den Hobel hier nämlich mal in den Transit-Orbit schicken. Und hallo auch an Kalime. Ja, ich weiß nicht, was heute los ist. Habt ihr irgendwo heimlich Werbung gestreut oder sowas? Habt ihr Flyer verteilt in der Fußgängerzone? Ich weiß es nicht. Sehr viele neue Körbonauten. Und Micky, wenn du es mir vorher schon geraten hast und ich habe es im Chat nicht gesehen, verzeih mir. Ich kann den Chat nicht immer zu 100% mitlesen. Aber ihr dürft mir, wenn ihr merkt, dass ich Sachen komisch mache oder ihr einen Tipp für mich habt, könnt ihr mir jederzeit auch gerne eine Nachricht schreiben oder ihr kommt in Discord und schreibt mir da eine Nachricht oder ihr schreibt mir bei YouTube eine Nachricht oder ihr schreibt mir bei Twitch eine Nachricht oder ihr schreibt mir bei Twitter eine Nachricht. Ist auf jeden Fall besser als der Chat. Lese ich dann auch und ich freue mich auch immer. Ich sehe das gar nicht als Klugscheißen an. Wahrscheinlich werde ich jetzt mit Nachrichten gleich zugespammt, was ich alles eurer Meinung nach falsch mache. Ich freue mich auch immer, wenn ihr da Input habt, denn wir wollen das ja vernünftig machen. So, jetzt muss ich meinen Wecker finden. Wo ist denn mein Wecker? Ich habe mir die Körbel-Alarm... Ach, da ist er. Ich habe mir die Körbel-Alarm-Glocke jetzt mal installiert, weil ab heute wird es, glaube ich, ein bisschen unübersichtlich, weil jetzt viele Sachen gleichzeitig passieren. Und wir machen uns jetzt mal einen Alarm für den Sphere of Influence Change. Das ist in 3 Stunden 26 Minuten. Also da kommen wir dann am Mond an.
Da würde ich ganz gerne Bescheid bekommen. Bis dahin lassen wir jetzt aber auf jeden Fall mal das Raumschiff fliegen und machen. Und wir kümmern uns um unser nächstes Projekt, nämlich wir bereiten den Satelliten vor, den wir direkt hinter diesem Raumschiff hinterherjagen, der uns diesen Scan von dem Mond besorgen soll. Genau, der Vega. Ja, Werner spielt ja auch eher so im norddeutschen Raum, wenn ich das mal so formulieren darf. Das ist vielen nicht bekannt, ist gar kein bayerischer Film, sondern es ist tatsächlich ein norddeutscher Film. So, jetzt müssen wir gucken, welche hier nochmal die bessere war, die ein bisschen mehr konnte. Die konnte Prone Retrograde. Uch, die konnte das, glaube ich, nämlich nicht. So. Ja, Mensch. Ja, das ist die richtige. So, sehr schön. Ja, habe ich darauf geantwortet, dass das so nicht funzt. Dann habe ich mir das eingebildet und dann habe ich es jemand anderen geglaubt. Alles gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist der Moonscansat. Wir machen das mal ganz unkreativ. Mit dem müssen wir zum Mond fliegen. Ist ein total verrücktes Konzept, aber es ist nun mal so. Und ich würde sagen, wir machen da einfach eine kleine, aber feine Probe draus, ohne großen Firlefanz. Habe ich denn eigentlich so kleinen Kram hier schon? Ja. Ich habe tatsächlich kleinen Kram. So, ich denke mal, wenn wir das so machen, sollte das wahrscheinlich für einen Großteil unserer Probleme schon reichen. Und was wir da jetzt ranbauen, ist zum einen für unsere Stromversorgung ein bisschen Solarstrom. Oh, das passt jetzt aber nicht so gut, ne? Passt mit 3, glaube ich, besser bei dem Hexcore. Bei dem, ja, ist das der Hexcore? Ja, das ist der Hex. Genau. So, dann können wir uns mal überlegen. Eine Antenne wäre auf jeden Fall mal noch eine Maßnahme. Und zwar eine mit ein bisschen Reichweite. Die schadet nicht, damit wir auch funken können. Und die können wir auf die Hex-Seite drücken. Nee, das ist es nicht. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das da. Sehr schön. So, Hex-Seite, zack. Dann brauchen wir auf jeden Fall, jetzt muss ich mal rausfinden, wo diese Scansat-Antenne ist es die? Ja, ich glaube, das ist der, mit dem wir arbeiten müssen. Radar Altimetry Sensor und wir haben als Auftrag wo ist es? Irgendwo haben wir einen Auftrag, wahrscheinlich ganz oben. Low Resolution Altimetry Scan of Kerbin Altimetry Sensor. Ja, ich glaube, was anderes habe ich eh nicht, ne? Das müsste eigentlich sein. Altimetry. Low Resolution ist es wahrscheinlich eh, weil es der erste ist, den ich habe. Von daher klatschen wir den jetzt hier einfach. Ach du Kacke, den hatte ich mir irgendwie kleiner vorgestellt. Passt das denn überhaupt? Ah, okay, so ist schon mal keine gute Idee. Da reißen wir uns dann wahrscheinlich das Solarpanel ab. Also müssen wir den, glaube ich, mal so lieber so ein bisschen seitlich anbauen. Aber immer schön symmetrisch bleiben. So. Dann haben wir jetzt, sieht auf jeden Fall cool aus, wie er sich zusammenklappt. Sehr schön. Jetzt haben wir dann auch die Radarscan-Geschichte fertig. Und 3600 Delta V, wo willst du denn hin damit? Das weiß ich nicht, aber es sieht sonst zu kurz aus. Ja, ich könnte ihn jetzt auch nochmal ein bisschen kürzen, die Probe. Ehrlich gesagt, Delta V technisch ist mehr als genug, aber es sieht ja auch doof aus, wenn ich hier so eine Stummelprobe durch die Gegend fliege. Kommt, wir machen sie ein bisschen kompakter. Das ist wahrscheinlich, brauche ich tatsächlich in der Oberstufe nicht ganz so viel Delta V. Ich will auf jeden Fall in Polarorbit vom Mond. Oh, 1900 reicht uns dafür aber wahrscheinlich auch. Polarorbit soll schon sein, denn wir wollen ja auf jeden Fall dieses Ding vermessen, also den Mond vermessen. Und das geht ohne große Orbitänderung natürlich am besten in einem Polarorbit, weil sich der Mond dann unter mir durchdreht. So, und das Ding packen wir jetzt mal in einen. Habe ich denn jetzt schon Fairing? Ich habe schon Fairing. Yay. Ich glaube, fürs andere Ding war das einfach zu klein gewesen, das Fairing. So.
Zack. 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 Ich habe leider, glaube ich, noch keine Spitze, die so klein ist und da irgendwie schick aussieht. Ich habe, glaube ich, auch nichts anderes, was irgendwie schick aussieht, was man da oben draufsetzen kann. Ich muss, glaube ich, einfach damit leben, dass das momentan ein bisschen doof aussieht. Tja. Oh, warte mal. Nee, der ist zu groß. Zu groß. Der Rocco Max ist auch nicht kleiner, eher noch größer. Naja, ist halt oben nicht rund. So ist das halt manchmal. So, genau, mit dem Sensor muss ich mehrere Bahnen ziehen, aber das macht er ja quasi von alleine, wenn er einfach in einem Polarorbit ist und dann halt immer wieder über den Mond dreht und der Mond sich unter ihm durchdreht. So, dann brauchen wir jetzt, glaube ich, darunter gar nicht so viel Zeugs letzten Endes. Ich denke mal, hier reicht uns vermutlich so ein kleiner Antrieb. So, das können wir mal kurz zumachen. Da ist mein Kerbal Engineer. Atmospheric ist das nicht so toll, aber so haben wir auf jeden Fall mehr als... Ach du Gottchen, 3500 Delta V. Ja. Das können wir preiswerter hinbekommen. Auch hier reicht uns vermutlich deutlich weniger. Jawohl, dann sind wir bei 2500 Delta V. Jetzt, eigentlich muss ich da nur noch einen Booster drunter schrauben und dann war es das auch schon. Und ich glaube ganz ehrlich, dass ich das wahrscheinlich auch mache, weil es sonst albern wird. Das ist so eine schöne, preiswerte Alternative, da jetzt einfach einen Booster ranzuklopfen. Ich glaube, ich nehme noch nicht mal den ganz großen. Ich glaube, das reicht hier schon. Ach kommt, wir nehmen den großen. Fetzt uns nicht. Großer Booster. Jawohl. So. Zack. Dann haben wir 6000 Delta V. Das sollte uns locker und geschmeidig in Richtung Mond und auch in den Polarorbit bringen. So. Gut, und guck mal. Das ist mal eine preiswerte Mondrakete, oder? Jetzt machen wir da noch irgendwie so eine Übergangsantenne erstmal ran, bis ich mein Fairing aufmachen kann. HCS für Kursänderung? Nix. Das machen wir alles. Ich habe ein Reaction Wheel, also das mache ich über das Reaction Wheel, die Drehung. So, also hier ist die Langreichweitenantenne. Jetzt kommt eine Kurzreichweitenantenne für den Aufstieg. Die machen wir an diese Zwischen- oder Transferstufe, wie auch immer man sie nennen möchte. So. Und die Feststoff kann ich natürlich nicht lenken, aber was ich lenken kann, sind diese lustigen Winglets hier. Und über die übernehme ich die Kontrolle, sobald die Rakete eine gewisse Geschwindigkeit hat. Und die bekommt sie natürlich innerhalb sehr kurzer Zeit. So, jetzt strutten wir hier mal noch ein bisschen rum. Autostrut. Und wir autostrutten das hier noch auf das Heaviest Part. Und das hier autostrutten wir. Weiß ich nicht. Root Part? Grandparent Part? Nö, Heaviest Part. So, das müsste halten. So, und jetzt haben wir eigentlich alles. Wir haben ein Reaction Wheel drin. Wir haben unten Flossen dran, um das Ding erstmal zu steuern. Wir gucken jetzt mal, dass wir das Ding nicht direkt mit Überschallgeschwindigkeit gegen die nächste Wand nageln. Also ich nehme da jetzt mal ein bisschen Thrust raus. 1,5 zum Starten in der Atmosphäre. Joa, dann gehen wir nach oben raus. Zack, Staging nochmal korrigieren auf das hier drauf. Dann können wir auch das Fairing aufmachen. Letztes Triebwerk bringt uns dann rüber. Ich würde sagen, Strom ist genug. Achso, was ich noch machen wollte. Jetzt beinahe hätte ich es wieder vergessen. Ich nehme noch ein kleines Science-Experiment mit. Nämlich das gute alte Thermometer. Denn man weiß ja nie, wir haben ja bestimmt hier und da mal wieder die Chance, dass wir eine Science Data from Space Around Moon oder sowas Mission bekommen. Und wenn wir die bekommen, können wir dann hier mit dem Thermometer einfach ganz schnell was rüber transferieren. So, von daher, ich trinke jetzt noch einen Schluck und dann geht's mit der Rakete los. Erstmal die Nerven beruhigen, bevor wir so eine hochwertige, überaus teure, fast 20.000 Kerbal-Dollar Rakete starten. Was wiegt die denn jetzt eigentlich? 28. Also, theoretisch könnten wir sogar noch, wenn Massive Scale Launches das zählt, was ich starte, das können wir jetzt heute mal rausfinden, kriege ich sogar noch den kleinen Bonus von Massive Scale Launch hinterhergeschmissen. So,
Schauen wir mal.